Hannover Ahoi. Seit Karfreitag ist es wieder soweit. Die Maschseeflotte der Üstra startet in die neue Saison und kreuzt wieder auf Hannovers größtem Gewässer. Die Schiffe legen täglich an 5 Stationen rund um den Maschsee an und ab. Schiffskapitän und Leiter der Maschseeschifffahrt Jens Treutler freut sich, dass es nach 2 Jahren mit Corona-bedingten Einschränkungen und entsprechendem Fahrgastrückgang endlich wieder losgeht. Wir haben also sehr starke Einbußen gehabt oder Rückgang der Fahrgastzahlen. Und wir hoffen mal, dass wir so uns langsam dann wieder an das alte Niveau rantasten. Ob das jetzt schon diesen Sommer klappt, mal sehen. Für Rundfahrten auf dem See, aber auch für Charterfahrten stehen insgesamt 4 Schiffe bereit. Die 3 älteren sind Baujahr 1958 bis Baujahr 1964. Diese Schiffe haben sogar aber noch die Motoren der ersten Schiffsgeneration eingebaut. Das heißt, wir fahren hier mit Motoren, die mittlerweile über 80 Jahre alt sind und das Ganze elektrisch, schon seit über 80 Jahren. Und im Jahr 2000 ist noch das Solarboot hinzugekommen, auch elektrisch angetrieben, sodass wir von unserer Antriebsart also schon recht früh auf dem Stand der heutigen Technik waren. Alte Technik auf der Höhe der Zeit. Aber seit wann fahren überhaupt Schiffe auf dem Maschsee? Die Maschseeschifffahrt gibt es seit 1936. Und zwar ist der Maschsee als eine Arbeitsmaßnahme hier angelegt worden vom Reichsarbeitsdienst in den Jahren 1934 bis 1936. Und um halt den vorher vorhandenen Verkehr über den Uhedamm, Altenbegner Damm, von der Südstadt zur Hanomag weiterhin gewährleisten zu können, wurde die Üstra damals beauftragt, hier einen Schifffahrt einzurichten. Der Maschsee und seine Schifffahrt haben also eine lange gemeinsame Vergangenheit, die im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ihren Anfang nimmt. Und heute? Was macht den Maschsee für die Seeleute der Üstra zu einem besonderen Gewässer? Wir haben hier keine Untiefen, Wind ist auch relativ wenig. Es gibt durchaus mal ein paar Tage, wo wir durchaus mit Wind zu kämpfen haben. Was allerdings sehr große Aufmerksamkeit hier erfordert von unseren Kapitänen, sind hier die Tretboote und Ruderboote, die hier im Verleih unterwegs sind. Weil das sind halt Menschen, die auch spontan sich aufs Wasser begeben, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben. Und die können dann eventuell die Ausweichregeln nicht so oder unterschätzen oder überschätzen die Geschwindigkeiten. Viel Verantwortung für die BootsführerInnen. Aber Kapitän Treutler würde nicht tauschen wollen. Wir haben halt keine tägliche Routine. Jeder Tag ist anders. Mal haben wir halt Sonderfahrten. Auch die Fahrgäste auf den Linienfahrten sind immer unterschiedlich. Manchmal kann man sich nett unterhalten mit jemandem für 5 Minuten oder 10 Minuten bis zum nächsten Anleger. Insofern ist es ein sehr abwechslungsreicher Beruf hier. Noch bis Ende Oktober stechen die 4 Schiffe der Üstra Maschseeflotte mehrfach täglich in See.